Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 17. Lesung aus dem Buch Alle für eine für alle, Königin des Himmels. Ja, es ist ungefähr die 10. Lesung jetzt in diesem Buch und ob wir heute in das Buch reinkommen, ist auch noch fraglich, weil ich habe da mal wieder was vorbereitet. Aber bevor wir sehen, was ich vorbereitet habe und was wir lesen heute Abend und besprechen im Zusammenhang mit der Himmelskönigin oder der sogenannten Jungfrau Maria, und ich sage so gesagte Jungfrau, weil das ein Dogma der römisch-katholischen Kirche ist, dass sie ewig Jungfrau geblieben ist und dass sie der einzige Mensch jemals auf dieser Erde war, der sündenfrei geboren wurde. Das lehren die tatsächlich. Bevor wir da reingehen, möchte ich erstmal meine beiden Mitstreiter herzlich am Telefon begrüßen. Ich bin nämlich über Skype verbunden mit Maximilian, den ihr ja von den anderen Lesungen kennt und der sich ganz fleißig regelmäßig auf den Hintern setzt und dieses Buch noch immer aus dem Englischen ins Deutsche am Übersetzen ist. Den kennt ihr, der kommt gleich, aber ich habe heute einen ganz besonderen Gast damit bei. Einer, der immer gerne Satan machen will. Michael, herzlich willkommen, Bruder. Hallo, erstens bin ich nichts Besonderes und zweitens mache ich gerne den Satan ins rechte Licht, also ins rote Licht, ins Rotlicht. Und das ist der Grund, warum ich natürlich jetzt gerne bei dieser Sendung dabei bin, weil es natürlich da auch um seine Tricks geht, so wie ich das zumindest aus dem Papier entnommen habe. Und deswegen hallo und guten Abend. Und dann begrüßen wir noch unseren Bruder Max. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auf die Lesung heute, Jörg. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen, außer ja, dass ich mich, wie gesagt, freue, dass auch der Michael wieder bei uns verweilt bei dieser Lesung. Und ja, schauen wir mal, was du so vorbereitet hast. Dann können wir die Sendung gleich aufhören. Ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, irgendetwas vorzubereiten. Viel zu viel Arbeit. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse mich ja oftmals eben auch von diesen Lesungen leiten, ohne jetzt irgendwie was Spezial vorzubereiten. Wir hatten letztes Mal ja das Kapitel 2 angefangen und sind ja am Anfang auf Seite 3 geendet, da wo dieser kleine gelbe Punkt hier unten ist. Und Kapitel 2 ist ja getitelt Maria, also Königin des Islam. Ne? Und da sind wir dann in diesem Unterkapitel Muslime und die Erscheinung von Maria. Da sind wir gelandet. Und wir lesen dann hier in einer koptisch-orthodoxen Kirche von Zeitun in Ägypten, einem Vorort von Kairo, ereignete sich eine bemerkenswerte Reihe von Ereignissen. So, das ist interessant, dass die Autoren das sagen. Ich möchte da aber ein wenig mehr von wissen. Also habe ich mir einen Artikel rausgesucht, der davon handelt. Und zwar ist das dieser hier, der heißt, als die Gottesmutter in Zeitun erschien. Und wenn ich mich richtig erinnere, Max, korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt was Falsches sage, habe ich dich gebeten, diesen Artikel zu übersetzen, nicht wahr? Der war nämlich in Englisch, ne? Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Nee? Also ich habe ihn nicht übersetzt. Vielleicht hast du da den Viktor angehauen. Kann ja, das sein? Das kann auch sein, ja. Hier ist der Brunnen, da wollen wir mal eben gucken. Ich meine, das ist ein englischer Artikel. Und ich dachte, dass ich dich gefragt hatte, den zu übersetzen. Oder ja, oder den Viktor, das ist... Tut mir jetzt leid, wenn ich ihm jetzt hier nicht die Ehre gebe, die ihm gehört. Nee, guck, es ist ein deutscher Artikel. Da habe ich gar keinen gebeten, das zu übersetzen. Da habe ich so gefunden. Also das ist der Originalartikel. Ich habe den in ein PDF gegossen, weil das leichter zu lesen ist. Als die Gottesmutter in Zeitun erschien. Und ihr seht, das sind 15 Seiten. Und bei meinem Tempo kommen wir da in dieser 17. Lesung wahrscheinlich nicht drumrum oder nicht durch. Auf jeden Fall ist es, dachte ich, immer interessant, das zu lesen, auch wenn ich es selbst noch nicht gelesen habe. Also das ist jetzt eine wirkliche Premiere. Ich habe keine Zeit gehabt, den Artikel vorzubereiten. Ich habe ihn selbst nicht gelesen. Ich habe nur mal drüber, bin nochmal drüber geflogen. Ja, und jetzt machen wir halt hoffentlich eine Punktlandung auf die wichtigsten Themen. Es steht hier geschrieben, unsere liebe Frau, das hätte man natürlich zwischen Anführungszeichen setzen müssen als bibelgläubiger Christ, unsere liebe Frau von Kibeho, ja, das ist eine der wichtigen Erscheinensorte. 1968 erschien die Gottesmutter Maria in Ägypten. Nicht nur Christen sahen die Erscheinung, sondern auch Muslime. Leseprobe aus dem Buch Jesus in Ägypten, das Geheimnis der Kopten von Michael Hesemann. In München ist dieser Artikel aus der katholischen Zeitung entstanden, oder gesagt katholisch.net, so heißt die Webseite, so wie ihr das seht, berichtet über Zeitun in Kairo 1968. Ein muslimischer Wachmann, der in der Busgarage der staatlichen Verkehrsgesellschaft der Toman Bay Straße arbeitete, war der Erste, der sie sah.
Das war abends gegen 20.30 Uhr. Die Sonne war gerade untergegangen und die nächtliche Dunkelheit breitete sich aus, während in der Straße schon die orange glühende Straßenbeleuchtung flackerte. Jetzt müsste ich eigentlich eine Tröte hören von dem Michael, weil wenn der hört, dass irgendeine Erscheinung kommt, wenn die Sonne untergeht, ist das normalerweise ein Stichwort für ihn, um da einzufallen, nicht Michael? Es ist nicht meine Sendung. Aber du bist ja hier, um was zu sagen, ne? Ja, aber ich kann ja nicht direkt beim zweiten Satz schon irgendwas töten und tröten hier. Also von daher, also ich wollte jetzt erstmal die Geschichte eigentlich hören, bevor ich da was so sage. Also ich würde vorschlagen, du liest erstmal weiter, sonst werden die Zuschauer hier immer so aus dem Kontext gerissen. Gut, dann lese ich erstmal weiter. Doch Abdel Aziz Ali zog etwas in seinen Bann, das es eigentlich nicht geben dürfte. Auf dem Dach der gegenüberliegenden koptischen Marienkirche stand eine leuchtende Frau. »Schaut mal, das Licht da auf der Kirche!« rief er den Mechanikern des Betriebs zu. Dann sahen auch sie es. Das Licht hatte die Gestalt eines schmalen, jungen Mädchens, das, ganz in Weiß gekleidet, neben dem Kreuz auf der mittleren, größten Kuppel des vanillefarbenen Gotteshauses kniete. Dort, wo es steil und eigentlich lebensgefährlich war. »Seien Sie vorsichtig!« rief einer der Mechaniker der vermeintlichen Selbstmörderin zu. Ein anderer telefonierte mit der Polizei, die bald darauf eintraf. Längst hatte sich eine Traube von Schaulustigen gebildet, die von der Straße aus ebenfalls die Selbstmörderin gesehen hatten und jetzt abwarten wollten, was weiter geschehen würde. »Die Gestalt des Mädchens wurde immer klarer«, berichtete später einer von ihnen, der koptische Bäcker Ibrahim Yusuf. Allmählich erkannte man deutlich eine junge, schöne Frau, die ein schimmerndes Kleid aus weißem Licht trug und in den Händen einen grünen Olivenzweig hielt. Plötzlich erschien eine ganze Formation bemerkenswert weiß leuchtender Tauben über ihrem Kopf. In diesem Augenblick war uns klar, dass es keine Selbstmörderin sein konnte, dass es eine himmlische Erscheinung war. Um sicher zu sein, richtete die Polizei ihre Scheinwerfer auf sie. Doch die zusätzliche Beleuchtung ließ die Frau nur noch heller strahlen. Jemand stellte die Straßenbeleuchtung ab, doch es änderte nichts an der Leuchtkraft der hellen Gestalt, die plötzlich aufstand und umherging. Dabei war sie von einem Lichtschein umgeben, der von ihr auszugehen schien. In diesem Augenblick zerriss ein Schrei das andächtige Murmeln, das bislang die Erscheinung begleitet hatte. »Das ist kein Mensch! Das ist die Jungfrau Maria, die Mutter des Lichts!« Mit einem Mal ertoste donnernder Applaus, während Stimmen zum Gesang ansetzten, die ersten Kirchenlieder ertönten. Sie rühmten Gott, der es seiner Mutter gestattet hatte, nach fast 2000 Jahren wieder nach Ägypten zurückzukehren. Bis nach Mitternacht dauerte die Erscheinung an, dann verschwand sie urplötzlich. Doch die Madonna kam wieder. Gleich in der nächsten Nacht und an vielen weiteren Tagen, ein Jahr lang, danach sporadisch bis zu ihrer letzten Erscheinung am 29. Mai 1971. Mal war sie allein, mal in Begleitung leuchtender Tauben, die sie umkreisten, auf die Kuppel der Kirche zurasten und urplötzlich verschwanden oder am Himmel Formationen in Kreuzform bildeten. Einige Male war die Kuppel der Kirche in süß duftenden Weihrauch gehüllt. Nicht selten sandte die heilige Jungfrau Lichtwellen aus, die alle Anwesenden erfassten. Die längste Erscheinung, zu der es am 30. April 1968 kam, dauerte über 2 Stunden, nämlich von 2.45 Uhr bis 5 Uhr früh. Ausgerechnet an Hitlers Geburtstag. Hä? Hunderttausende, nach offiziellen Schätzungen bis zu 1 Million Menschen, sahen die Frau aus Licht in Zeitun. Christen wie Moslems, Ägypter ebenso wie Amerikaner und Europäer. Hier haben wir ein Bild von dieser Erscheinung. Nachdem die ersten Zeitungen über die Erscheinungen berichtet hatten, berief der koptische Papst Kyrill VI. Eine Untersuchungskommission ein. Am 23. April 1968 trafen die mit dieser Aufgabe betrauten Bischöfe an der Marienkirche von Zeitun ein. Nachdem sie die ersten Augenzeugen, die muslimischen Garagenarbeiter, befragt hatten, wurden auch sie Zeugen des Wunders. In ihrem offiziellen Bericht stellten sie fest, Zitat, »Wir haben selbst die heilige Jungfrau gesehen. Zunächst von himmlischem Licht umhüllt, dann wieder direkt. Sie bewegte sich um die Kirchenkuppel, kniete vor dem Kreuz auf der Kuppel und segnete die versammelten Menschen.
Ende Zitat. Ein Mitglied der Untersuchungskommission war Anbar Athanasios, Erzbischof von Beni Suef in Oberägypten. Er erinnerte sich später, Zitat, das Erste, was wir sahen, als wir gegen 23 Uhr nach Zeitun kamen, war etwas unterhalb der nordöstlichen Kuppel. Es war nur eine Silhouette, nicht sehr hell, die langsam aufstieg. Zuerst sah ich sie kaum, dann nahm ich sie schwach wahr. Ich sagte den Leuten, dass ich dazu nicht aussagen könnte, wenn das alles gewesen wäre. Vor der Kirche stand eine große Menschenansammlung und wir standen dort bis 3.45 Uhr früh. Als der Morgen schon dämmerte, kamen einige meiner Begleiter, die auf der Nordseite der Kirche gewacht hatten, angelaufen und riefen mir zu, die Dame ist über die Mittelkuppel. Man sagte mir, eine Art Wolke hätte die Kuppel verhüllt, als plötzlich ein fluoreszierendes Licht wie eine Lampe den Himmel erhellte. Plötzlich stand sie da, in voller Gestalt. Die Menge war in heller Aufregung. Es war schwer, sich an den Menschen vorbeizudrängen, doch ich versuchte es und stand schließlich direkt vor der Kirche. Da war sie. Schwebte 5 oder 6 Meter über der Kuppel, hoch im Himmel, wie eine phosphoreszierende Statue. Aber keineswegs steif wie eine Statue. Ihr Körper und ihre Kleidung bewegten sich. Es war schwer, die Stellung zu halten, da die Menschen von allen Seiten drängelten. Vielleicht 100.000 waren es in dieser Nacht. Der Zaun rund um den Hof der Kirche wurde einfach niedergetrampelt. So zog ich mich in ein kleines Haus des Bürokomplexes südlich der Kirche zurück. Von dort aus beobachtete ich die Gestalt eine Stunde lang, von 4 bis 5 Uhr. Sie verschwand nie. Die Madonna schaute nach Norden, winkte, segnete die Menschen, manchmal in der Richtung, in der ich stand. Ihr Gewand wehte im Wind. Sie war sehr still, aber voller Glanz und Würde. Es war etwas wirklich Übernatürliches und eindeutig aus dem Himmel. Ende Zitat. Vor allem aber waren die Kommissionsmitglieder beeindruckt von den vielen Heilungen, zu denen es in Zeitun gekommen war. Minutiös untersuchte der medizinische Berater der Kommission, Professor Dr. Shafiq Abdelmalek, jeden einzelnen Fall. Bei einem Mann war ein zitronengroßes Krebsgeschwür in der Blase verschwunden. Eine Frau konnte ihre seit 12 Jahren gelähmte Hand wieder bewegen. Bei einem Mediziner wurde eine Hernie, also ein Eingeweidebruch, über Nacht geheilt. Die Frau des muslimischen Straßenbaudirektors von Kairo, der die Ärzte eine unheilbare Lähmung des linken Beins diagnostiziert hatten, rief die Mutter des Lichts um Hilfe an und konnte wieder laufen. Eine weitere Muslima wurde von einer schweren Schilddrüsenkrankheit kuriert. Ein blinder und stummer Moslem gewann Augenlicht und Sprache wieder. Das Zeugnis seiner Bischöfe und die vielen Heilungen waren für Kirill den VI. Beweis genug. Also Kirill der VI., wie gesagt, der zwischen Anführungszeichen Papst der koptischen Kirche. Am 4. Mai 1968 veröffentlichte der 116. Nachfolger des heiligen Markus die folgende Erklärung. Zitat. Der apostolische Stuhl von Alexandria, nicht von Rom, verkündet hiermit mit absolutem Glauben und Gewissheit, mit Freude und Dank an den allmächtigen Gott, dass die heilige und gesegnete Mutter des Lichts in klarer und deutlicher umrissener Form an mehreren Nächten erschien und weiter erscheint bis auf den heutigen Tag. Dies geschah in der nach ihr benannten koptisch-orthodoxen Kirche an der Turman-Bey-Straße in Zeitun, Kairo. Diese Kirche liegt auf dem Weg, den die heilige Familie während ihres Aufenthalts in Ägypten nahm. In der Tat liegt die Kirche von Zeitun nur 2 Kilometer vom Marienbaum von Mataria entfernt. Es ist also zumindest denkbar, dass die heilige Familie die Stätte passierte. Ich glaube, da wird hier drüber gesprochen, über da, wo die heilige Familie, wie sie das hier nennen, sich in den Baum versteckte vor Räubern, als sie nach Ägypten geflüchtet waren, vor Herodes damals. Und da wissen wir ja, dass es da eine Quelle und einen Baum und sogar eine Kirche heutzutage gibt davon. Das wird wohl diese Stelle sein, wo sie hiervon sprechen. Ja, es gibt da ein Album von Alan Parsons Project, das heißt La Sagrada Familia und spielt auch eine Kirche mit dessen Namen an. La Sagrada Familia. Ah ja, das wird dann dasselbe sein, ja. Jedenfalls führten die Erscheinungen dazu, fährt der Autor fort, dass man Zeitun fortan in die Liste der Orte, die von der heiligen Familie besucht worden war, aufnahm, was zumindest verrät, wie flexibel die koptische Tradition ist. Natürlich besuchten auch Julia und ich bei unserem Aufenthalt in Kairo die Marienkirche von Zeitun.
Sie ist ein architektonisches Kleinod, das von einer Mauer umgeben inmitten eines kleinen Gartens liegt. Palmen, Rosen, Granatäpfel und Maulbeerbäume wachsen hier und bilden einen schönen Kontrast zu dem vanillegelben Gotteshaus mit seinen 5 sahneweißen Kuppeln, die aus Zuckerguss sein könnten. Knusper, knusper Häuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Ein reicher Landbesitzer, Khalil Ibrahim, hatte es errichten lassen, nachdem ihm 1918 im Traum die Gottesmutter erschienen war. Sie bat ihn, ihr auf einem seiner Grundstücke eine Kirche zu bauen und versprach, nach 50 Jahren dorthin zurückzukehren. Na, dann war sie ja pünktlich, ne? So beauftragte er den italienischen Architekten Leo Mingelli mit der Planung. Byzantinische Kirchen, einschließlich der Hagia Sophia-Kathedrale von Konstantinopel, heute in Istanbul, dienten nur allzu offensichtlich als Vorbild. Er konnte nicht ahnen, dass die Bilder ihrer Kuppen ein halbes Jahrhundert später um die Welt gehen würden. Als ich am 10. März 2010 das erste Mal nach Zaytun kam, war ich überrascht, wie mondän das Viertel ist, in dem sich die Kirche befindet. Die Straßen sind ungewohnt sauber, die Häuser in bestem Zustand, die Menschen gut gekleidet. Hier, in Kairos Gartenvorstadt, wohnt eine urbane Mittelschicht, westlich orientiert, meist akademisch gebildet und modern. Also vom Christentum haben sie nicht viel Ahnung. Hier hätte man am wenigsten eine Marienerscheinung erwartet. Die ersten Fotos der Menschen, die auf die Gottesmutter warteten und Zeugen des Wunders wurden, sind heute in einem Säulengang im Innenhof der Kirche ausgestellt. Sie zeigen Männer in Anzug und Krawatte, viele Brillenträger mit modischen Haarschnitten. Wer glaubt, dass sich Marienerscheinungen vorwiegend in entlegenen Gegenden vor einer entsprechend ungebildeten und abergläubischen Landbevölkerung ereignen, wird hier eines Besseren belehrt. Ich sprach einen älteren Priester an, der in der Kirche seinen Dienst tat und sich als Abuna Sadek vorstellte. Er war Student der Ingenieurswissenschaften gewesen, als auch er 1968 Zeuge der Erscheinung wurde, durch die er schließlich seine Berufung fand. Zitat: Wir waren damals alle noch am Boden zerstört. Die Niederlage im Sechstagekrieg war für uns eine nationale Katastrophe gewesen, Ende Zitat, erklärte er uns. Für die Kopten war dadurch eine gefährliche Situation entstanden. Muslimische Prediger hatten sie zu Kollaborateuren der Israelis erklärt, ihnen die Schuld an der Niederlage gegeben. Die ersten von ihnen forderten bereits, nicht nur die Juden, sondern auch die Christen aus dem Land zu vertreiben. Die koptische Kirche war in der Defensive. Papst Kyrill VI. Untersagte fortan allen Kopten, bei Strafe der Exkommunikation nach Jerusalem zu pilgern. Zitat: Solange die heiligen Stätten in zionistischer Hand sind. Ende Zitat. Eine Regelung, die übrigens bis heute gilt. Es durfte keinen Zweifel am Patriotismus seiner Gläubigen geben. Doch dann kam ihnen die Gottesmutter zu Hilfe. Sie hielt den Ölzweig als Zeichen des Friedens in den Händen, sagt Abuna Zadek überzeugt. Und sie kam in der Osterzeit, um uns zu sagen, ich weiß, meine Kinder, dass ihr jetzt nicht zu mir kommen könnt. Darum komme ich zu euch, damit ihr seht, dass ich euch nie alleine lasse. Auch die Muslime verstanden das Zeichen. Immerhin wird die Mutter Jesu auch im Koran verehrt. Eine ganze Sure, die 19., trägt den Titel Mariam. Und darüber hatten wir ja bereits in der Buchlesung der Königin von allen gesprochen. Ja, deswegen habe ich das hier nochmal gelb angestrichen, weil das ja in dem Buch auch bereits erwähnt wurde. Selbst dass sie als Jungfrau gebar, billigt ihr das Buch Mohammeds zu. Nur nicht den Status Gottesmutter zu sein. Trotzdem wird Maria von vielen muslimischen Frauen in Ägypten heimlich verehrt, schon weil sie für ein anderes Frauenbild als das ihres Glaubens steht. Wissen Sie, dass sogar unser muslimischer Präsident Nasser die Gottesmutter von Zaytun gesehen hat? Wirklich? Abuna Zadek bestand darauf. Zitat: Er hatte in der Presse von den Erscheinungen gelesen. Seine Limousine parkte drüben in der Garage der staatlichen Verkehrsgesellschaft. Natürlich zeigte er sich nicht. Das war ein privater Besuch. Doch jeder der Priester in unserer Kirche wusste Bescheid. 2 Nächte lang stand er da, wartete. Dann wurde er belohnt. Er sah die heilige Jungfrau. Ende Zitat.
Kurz darauf gab das ägyptische Informationsministerium bekannt, Zitat, eine offizielle Untersuchung wurde durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass die gesegnete Jungfrau Maria auf der Kirche von Zaitun in einem klaren und leuchtenden Körper erscheint, der von allen Anwesenden vor der Kirche gesehen wird, gleich ob sie Christen oder Moslem sind. Durch die Erfahrung des Präsidenten wurde das da möglich, meinte Abuna Zadig und zeigte auf die andere Seite der Straße. Dort erhebt sich, groß und dickbäuchig wie ein Walfisch, die moderne Kirche der Erscheinung der Heiligen Jungfrau, 1970 errichtet, als das kleine Gotteshaus unter dem Ansturm der Pilger aus allen Nähten zu platzen drohte. Sie steht auf dem Gelände der einstigen staatlichen Busgarage. Präsident Nasser hat dieses Bauland gestiftet, beteuerte uns der Abuna. Diese unerwartete Geste eines muslimischen Präsidenten war an sich schon Beweis genug, dass die Geschichte des Priesters stimmen musste. Nasser war nicht der einzige prominente Zeuge, der als Skeptiker gekommen war. Auch der evangelische Pastor und Koptologe Otto Meinardos konnte nicht glauben, was man ihm aus Zaitun berichtete. So fuhr er eines Abends selbst hin, zusammen mit seiner amerikanischen Frau. Es dauerte nicht lange, dann sah das Paar ebenfalls, wie eine erleuchtende Gestalt hinter einer der Kuppeln erschien. »Das ist Kaspar, der freundliche Geist«, entfuhr es Frau Meinardos. Später in seinem Buch »Auf den Spuren der heiligen Familie« beschreibt der Deutsche die Erscheinung als manchmal rötlich-goldene, manchmal grünlich-blaue Halbfigur und bezeugt, »mehrere Abende habe ich einwandfrei die Lichterscheinungen gesehen. Das Beten, Rufen, Schreien der Tausende von Gläubigen vernommen, die Maria, ihre Herrin und Gottesmutter, zu erblicken glaubt.« Die Erscheinung war so real, dass sie sogar fotografiert werden konnte, versicherte Abuna Zadig und führte uns zu einer Schautafel mit den Originalaufnahmen des Wunders von Zaitun. Sie alle zeigen, was die Zeugen beschrieben. Leuchtende Tauben am Himmel, die Kuppel der Kirche in Rauch, Nebel und Licht gehüllt, darin, aber auch ganz freischwebend, eine leuchtende Gestalt. Jeder Christ würde sie sofort als die Gottesmutter erkennen. Mindestens bei zweien der Bilder ist jede Manipulation ausgeschlossen. Sie hat der US-Physiker Professor John Jackson von der US Air Force Academy in Colorado Springs in einem amerikanischen Speziallabor untersuchen lassen. Auf dem einen Bild leuchtet die Madonna so stark, dass sich ihr Licht in der Linse spiegelt. Bei dem anderen scheinen die Kuppeln der Kirche, das Kreuz, selbst die Köpfe der Schaulustigen regelrecht zu glühen. Hinweis auf eine koronare Entladung, deren Ursache unbekannt ist. Weißt du, was über diesen Fotos auffällt? Fragte meine Verlobte Julia, die als studierte Kunstgeschichtlerin gleich die Antwort lieferte. Die Art und Weise, wie Maria dort erscheint, hat nichts mit der traditionellen koptischen Ikonografie zu tun. Überhaupt nicht mit der Ikonografie der Ostkirchen. Die ganze Gestik entstammt der katholischen Bilderwelt. Auf einem der Fotos steht die Madonna leicht gebeugt, die Hände gefaltet, so wie sie Bernadette Subirius in Lourdes erschien, oder wie sie auf der Tilma von Guadalupe in Mexiko zu sehen ist. Auf einem anderen Foto schwebt sie mit ausgestreckten Händen vor der Kuppel der Kirche von Zaitun, wie auf der wundertätigen Medaille. Jetzt fiel das auch mir auf. Natürlich kannte ich beide Gnadenbilder, war in Lourdes gewesen und in dem Haus der Vizentinerin in der Rue du Bac in Paris, wo die 24-jährige Novizin Catherine Labouret am 17. November 1830 ihre zweite Marienerscheinung hatte. Damals beauftragte die Gottesmutter sie nach dem Bild, das sie ihr offenbart hatte, eine Medaille prägen zu lassen. Sie zeigt die Jungfrau, wie sie auf der Erdkugel steht. Aus ihren geöffneten Handflächen strömt Licht. Über 1 Milliarde dieser Medaillen wurden seitdem produziert. Unzählige Katholiken sind von ihrer Wunderkraft überzeugt. Vielleicht war gerade das die Botschaft Mariens, ein ökumenischer Appell an die Konfessionen. Versöhnt euch! Ich segne die Kirche der Kopten, wie ich die katholische Kirche gesegnet habe. Ich liebe beide Kirchen und fordere euch auf, die von Menschen gemachte Spaltung von Chalcedon zu überwinden, auf dass ihr wieder eine Kirche werdet.
Chalcedon referiert hier auf das Vatikanische Konzil in, ich glaube, 431 nach Christus. Also eins der frühen Kirchenkonzile, bevor die römisch-katholische Kirche zur absoluten Macht aufstieg. Immerhin fand 1968 die 1900-Jahrfeier des Martyriums des heiligen Markus statt, gab Rom den Kopten zumindest einen Teil seiner Reliquien zurück, setzte damals der Dialog zwischen den Kirchen ein. Tatsächlich bewirkten die Erscheinungen von Zeitun, dass die Kopten sich der westlichen, speziell der süditalienischen Ikonografie zuwandten, was freilich manchmal zu Ergebnissen von zweifelhaftem Kunstgeschmack führte. So werden süßliche Heiligenbildchen in Bonbonfarben meist in China für den neapolitanischen Markt produziert, in vielen Dorfkirchen direkt neben den altehrwürdigen Ikonen platziert. Natürlich werden Beine gerne mit blinkenden Lichterketten geschmückt, den schillernden Trophäen einer geglückten Globalisierung. Ökumenisch und international war aber auch das Interesse an Zeitun. Selbst Antichrist Papst Paul VI. Im fernen Rom interessierte sich für die Erscheinungen und bat Kardinal Stephanus I. Sidarus, den Patriarchen der koptisch-katholischen Kirche, um einen Bericht. Seine gut 200.000 Gläubigen zelebrierten im koptischen Ritus, sind aber mit Rom uniert. Seit 1895 existiert diese Kirche, die ihre Entstehung Antichrist Papst Leo XIII. Verdankt. Zitat: Es ist zweifellos eine echte Erscheinung, Ende Zitat, stellt der Kardinalpatriarch in seinem Bericht nach Rom fest, die von vielen koptischen Katholiken gesehen wurde, die unser volles Vertrauen genießen. Dieses einzigartige Wunder birgt eine Botschaft voller Güte in sich, die aus der Kirche von Zeitun einen Pilgerort von weltweiter Bedeutung werden lässt. Und hier wird dann am Ende das Buch von dem Michael Hesemann, das wir am Anfang kurz besprochen hatten, den Titel erwähnt hatten, Das Geheimnis der Kopten, mit einem Vorwort von Bischof Anbar Damian beworben, das man für 25,70 Euro kaufen kann, wenn man so viele Euronen für sowas übrig hat. Und der Link zum Internet, zur Webseite ist hier mit bei. Und da könnt ihr euch das auch gerne im Internet selbst anschauen. Na, das war ja wieder mal eine schöne Märchenstunde, die wir gerade eben hatten. Und ich denke, dass Bruder Michael und Bruder Max jetzt doch wahrscheinlich die eine oder andere Bemerkung dazu haben. Und ich muss in der Zwischenzeit mal kurz etwas raussuchen, während Michael uns jetzt ein wenig darüber erzählt, was er davon denkt. Bitte, Michael. Ja, ich sehe das jetzt nicht so besonders als Märchen an, alles, was da jetzt gekommen ist. Das ist halt einfach beides zusammen. Es ist halt einfach Wunschdenken. Und es ist natürlich dann auch so, dass jetzt am Anfang vielleicht viele Menschen irgendwie den Eindruck gehabt hätten und sagen, ja, das sind so Halluzinationen, die Leute gehabt haben, so à la Massensuggestion oder irgendwelchen Schabernack und dann solchen ganzen Sachen. Und dabei vergessen, glaube ich, viele einfach die biblische Referenz an sowas. Da gibt es die bekanntesten Referenzen sind ja die aus dem Exodus, da wo Mose eben dauernd zum Pharao hat vorsprechen müssen sozusagen und hat ihm dann also so seinen Wunsch geäußert, doch mit dem Volk der Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten ins gelobte Land ziehen zu dürfen. Entschuldigung. So. Und das ist ja jedes Mal abgeschmettert worden. Und dann hat ja Mose eben die Aufgabe bekommen, von Gott sozusagen, ihm dem Pharao jetzt gewisse Dinge zu zeigen und halt da auch als sein Vertreter sozusagen da sich zu präsentieren. Und aufgrund dessen hat Mose ja dann selber dann auch verschiedene Zeichen getan, dem Pharao gegenüber. Aber es steht also ganz, ganz oft dann drin im Buch Exodus, die ägyptischen Zauberer, also die Zauberer vom Pharao hier, die da angestellt waren in seinen Diensten, taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Von daher gibt es also solche Phänomene und solche Dinge eben auf beiden Seiten. Das ist, glaube ich, das, was sich dann halt die meisten
nicht so bewusst machen, dass es eben eine gute Seite und schlechten Seite eben auch im Spirituellen, wenn man so will, gibt. Nur mit dem Unterschied, dass es dann eben eine gewisse Agenda dann eben verfolgt. Und das ist eine Geschichte, wenn wir das jetzt kombinieren mit verschiedenen anderen Bibelversen, dann kommen wir relativ schnell dahinter, wer dahinter steckt eben. Und das wäre nämlich natürlich dann Epheser 2,2. Der Fürst der Lüfte, ja, the Prince of the Power of the Air. Und wenn ich jetzt sehe oder wenn ich jetzt erstmal höre, das sind also dann Erscheinungen gewesen, die dann über der Kirche und so weiter da gewesen sind und eben nicht jetzt irgendwo auf dem Fußboden oder irgendwo jetzt greifbar, dass man sagen könnte, oh, mich hat jetzt gerade hier der Hafer gestochen, oh, die Kuh ist jetzt gerade auf mich losgegangen und plötzlich ist die Kuh halt lila geworden auf der Weide und deswegen habe ich die Schokolade erfunden, sondern dass es da eben, wenn man wieder um ernst zu werden, eben da um Lufterscheinungen ging, dann liegt da halt einfach der Verdacht extrem nahe, dass es dann eben demjenigen dann auch zu Pass kommt, der eben als Fürst der Lüfte da bezeichnet wird. Und wie gesagt, das mit den sogenannten Zauberkünsten, das ist ja schon vor Tausenden von Jahren beschrieben worden im Buch Gottes. Das heißt, Gott hat selber ausgesagt in der Heiligen Schrift, dass eben diese Seite auch über Zauberkünste verfügt. Falsche Wunder produziert, Michael. So steht es geschrieben. Und der Punkt ist ja, den du anholst, wenn du da Mose in Ägypten besprichst, da hast du ja vollkommen recht, dass du das sagst. Die eine Stelle, an die ich mich da sehr gut erinnern kann, ist zum Beispiel, dass Mose seinen Stab nehmen soll und den Pharao vor den Fuß werfen soll und der Stab verwandelt sich in eine Schlange. Und das tun dann die Ratgeber, das Pharao auch, mit ihren Stangen. Und auch ihre Stange werden alle zu einer Schlange. Nur, die Schlange von Mose frisst all die anderen Schlangen auf. Und richtig, macht aber das ganz deutlich, dass es eben richtige Wunder gibt, sage ich jetzt mal, die keine Anführungszeichen oben und unten brauchen. Und eben die Wunder des Antichristen. Ja? Das ist genau wie mit den Heilungen. Wie lange diese Heilungen vorhalten oder welchen Preis die Leute dafür bezahlen mussten, diese Heilungen erhalten zu haben, das wird hierbei nicht gesagt. Wir wissen, dass es nur einen wirklichen Heiler gibt, das ist Jesus Christus und nicht irgendeine Marienerscheinung. Also von daher handelt es sich um falsche Wunder und das ist doch vielleicht ein Punkt, den wir auch eben berücksichtigen sollen. Nur der Punkt mit den falschen Wundern wird meiner Meinung nach erst im Neuen Testament gemacht. Und wenn du jetzt hingehst, wir müssen, glaube ich, ein bisschen spezifizieren. Wenn jemand Unbedarftes, wir reden jetzt nicht von den Urchristen, wir reden jetzt hier nicht vom gläubigen Teil des Volkes Israel, der Mose treu ergeben war, sondern du hattest ja auch unter den Israeliten ja genug Abtrünnige durch, ne? Die ganzen Geschichten. Aber der Punkt ist der, für einen normalen Ungläubigen, sage ich jetzt mal, ja, für einen normalen Beteiligten, gehen wir mal davon aus, dass da eben Leute sind, die jetzt, sagen wir mal, ne, wieder an nichts glauben, also Atheisten zum Beispiel, für die sind das richtige Wunder, denn für die Menschen, für die ist Satan das intelligenteste Wesen, was überhaupt da ist. Oder die Geister von Satan, die Geister, die ich rief sozusagen, sind die intelligentesten Wesen überhaupt, die er überhaupt jemals in seinem Leben kennenlernen kann. Warum? Weil er nicht den Heiligen Geist hat. Das heißt, für alle möglichen Zaungäste, für alle möglichen unbedarften Beobachter sozusagen, ist das ein Erlebnis, was die Nieren eben nie in ihrem Leben vergessen und vor allen Dingen, was sie nicht hinterfragen, weil sie eben nicht diesen Geist haben. Stimmt, das sind die ganzen Berichte, die wir hier gerade eben gelesen haben. Da stimme ich dir vollkommen zu, ja. Ja, so, und dann ist es eben dann halt so, natürlich konnten die dann auch ihre Zauberkünste tun, weil sie natürlich von dem so benannten Gott dieser Weltzeit, den wir ja auch erst mit diesem Titel, den wir ja auch erst im Neuen Testament dann halt finden, ja, da auch natürlich dann entsprechend ausgestattet und gebrieft sind. Und auch in der Apostelgeschichte 8 vom Simon Magus haben wir ja dann auch beispielsweise erwähnt bekommen, dass der ja auch dann so mit die Leute verführen konnte und für einen ganz Großen gehalten worden ist, weil er eben Zauberkunststücke vollführen konnte. So. Und wenn du das alles zusammen in einen Topf schmeißt, dann ist es natürlich für jemanden, der eben nicht im Heiligen Geist drin ist und vor allen Dingen, der nicht das Wort Gottes hat, was ja natürlich dann logischerweise ist, wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht im Heiligen Geist sein. Und jemand, der im Heiligen Geist ist, weiß natürlich dann auch, der hat natürlich dann auch dementsprechende Leitung. Wenn jemand den eben nicht hat, der fällt natürlich sofort drauf rein. Der hat ja auch keinen Vergleich, der hat ja keinen Maßstab. Das heißt, für den ist das natürlich eine Sache, wo er sagt, das ist ein absolutes Wunder. Und weil er das nicht an der Bibel messen kann. Das heißt, er fällt natürlich auf die Lüge drauf rein, auf den Tricks des Drachen, der Schlange, des Teufels, der Satan, vornehmlich Lucifer und tralalala. Der Punkt ist der, diese Sachen sind dann real.
Und die Menschen können sich das deswegen nicht erklären, weil sie eben nicht das Wort Gottes haben. Und da sie das nicht haben, ist das für die natürlich ein absolutes Wunder. Und wenn dann eben solche Spontanheilungen auftreten oder solche Sachen auftreten, dann mag das so sein. Und ich bezweifle das auch im einzelnen anderen Fall noch gar nicht, weil ich solche Sachen ja auch im Bekanntenkreis aus anderen Quellen her kenne, auch heutzutage noch. Also jetzt nicht nur unbedingt jetzt irgendwo bei einer Marienerscheinung, sondern es gibt da eine ganze Menge in dem alternativen Heilmethodenbereich, drücke ich mal so aus. Ja, ich hatte ja auch schon einen Wünschelrutengänger zu Hause als Kind schon durch meine Eltern und also da konnte ich mich ja dann auch nicht gegen wehren. Ich fand das natürlich auch faszinierend, wie plötzlich mit 11 Jahren dann ich so völlig ungläubig vor einem Nord-Süd-Gleichrichter stand, der dann in einer gewissen Position unter meinem Bett stehen musste. Also von daher gibt es eine ganze Menge in dem Bereich, was da gemacht wird. Und wenn dann halt dementsprechend die Beeinflussung der negativen Seite Satans so groß ist, dann hat natürlich da auch jemand verführt und ja, wo soll ich drauf hinaus? Dann ist die ganzen Sachen funktionieren natürlich dann auch, aber haben natürlich dann eben den Preis, weil ja, das ist ganz klar, dann funktioniert es eben dann so, weil die Menschen eben an so etwas glauben und an Maria glauben, die göttliche Kräfte hätte. Und das zeigt natürlich dann ganz eindeutig auf, dass sie die Bibel nicht gelesen haben. Sie glauben nämlich dann irgendwie ihrer Kirche, ihrer katholischen und was weiß ich, welchen Kirche, die dann eben dann erzählt von wegen, ja, guck mal hier, super Sache, endlich wird unsere Tourismusbranche hier mal wieder belebt und dann können wir jetzt hier Weihwasser produzieren, so ungefähr. Der schnöde Mammon regelt alles, nicht? Ja, ist auch so. Ja, der Mammon gehört ja genau zu der Seite. Naja, ist richtig. Ja. So, und deswegen sage ich ja, wenn jemand die Bibel kennen würde, dann wüsste der ganz genau, Maria ist nicht im Himmel, Maria ist keine Jungfrau, Maria ist nicht heilig und so weiter und so fort. Dann wäre doch die Geschichte klar, aber das erzähl mal einem unbedarften Menschen, der die Bibel nicht kennt, der sagt zu mir, ich weiß doch genau, was ich gesehen habe. Dafür können wir ja nur hoffen, dass diese unbedarften Menschen diese Lesung schauen, ne? Ja, und das hat ja eben nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat ja eben damit zu tun, dass du jetzt irgendeinen hyperintelligenten Menschen jetzt quasi jetzt plötzlich aus der Antarktis holen könnte, wo der bisherigen Leben glücklich auf irgendeiner Forschungsstation verbracht hat. Ne? Also so wie Zacharias Hans-Heinz Obenauf aus der Geschichte Robby, Tobby und das Flievertüt, ich glaube, so heißt er ungefähr, auf jeden Fall Obenauf, ja, der dann ganz, ganz genüsslich seine Pfeife dann immer raucht und dann plötzlich sagt, ja, wie? Was ist das denn für ein komisches Licht da oben? Und dann haben natürlich die Leute damals auch ein Polarlicht für eine Gotteserscheinung gehalten. Ja, und so, wie gesagt, solange die Menschen das Wort Gottes nicht haben, ja, solange sind die Verhältnisse hier auf der Welt und die Zusammenhänge dieser Welt für die Menschen unerklärlich. Ja, und deswegen, es ist, glaube ich, so, dass es einfacher ist, wenn jemand satanische Musikagenda guckt oder wenn jemand die Evolutionsserie guckt oder wenn jemand Herrscher des Bösen guckt und dann nachher sagt, boah, da muss ich jetzt echt mal die Bibel lesen, wenn das alles schon da drin steht. Das ist eine Hilfe, eine Brücke. Nein, ich bin kein Brückenbauer, aber das ist eine Hilfe, wo ich einfach denke, dass in dieser Welt, wo wir uns so weit weg von Gott und von der Wahrheit entfernt haben, dass dann die Menschen vielleicht gewisse Ereignisse brauchen, gewisse Anstöße brauchen aus dem Materiellen, aus dem Menschlichen hier heraus, wie Evolution und also falsche Evolution und falsche Musikagenda und die ganze Beeinflussung, die ganzen Lügen, um halt zu erkennen, Mensch, also da hat die Bibel doch recht, da muss ich mich da mal mit hin zu beschäftigen. Das ist ja der Ansatz, den wir da die ganze Zeit verfolgen und wie gesagt, hätte jemand jetzt dieses Wissen aus der Bibel, ja, dann wüsste der ganz genau, Marienerscheinung gibt es nicht, Maria im Himmel gibt es nicht, Maria als Jungfrau gibt es nicht, Maria als Verehrung gibt es nicht und so weiter und so fort. Verstoß gegen das erste Gebot und. Alles so einfach, wenn man die Bibel kennen würde. Ne? Ja, das war jetzt erstmal von mir. Ich denke, das hast einen wichtigen Punkt gebracht, nämlich dass ja einem wahren bibelgläubigen Christen, der eben auch den Heiligen Geist hat, dass diesem eben sowas dann nicht passieren kann. Ja, dass eben, wenn man die ganze Waffenrüstung Gottes, wie in Epheser 6 beschrieben, angelegt hat, dass man dann eben auch vor solchen Dingen geschützt ist. Ja, und das erklärt auch, glaube ich, dann auch ganz eindrucksvoll, was sich da für Leute dann eigentlich auch tummeln. Ne, wir haben ja das jetzt auch in dem Artikel gelesen, glaube ich, dass das also auch vorwiegend Akademiker waren oder inzwischen Anführungszeichen menschlich ein bisschen gebildete Leute.
Ja, und ich denke, so ergibt das dann schon ein stimmiges Bild. Ne? Wenn man die Bibel nicht kennt, wenn man den richtigen Geist nicht hat, dann ist man offen für allerhand solcher Dinge. Und wenn wir das jetzt mal generell, diese ganze Geschichte an der Bibel messen, und ich halte sie sicherlich auch nicht für Märchen, ich denke schon, dass sich das da so zugetragen hat. Aber wenn man die ganze Geschichte mal einfach an die Bibel hält, dann wird doch sehr schnell deutlich, dass das nie und nimmer etwas Göttliches gewesen sein kann. Zumal wir auch schon wissen, dass eben Maria nicht die Gottesmutter ist, sondern eine gewöhnliche Frau, eine gewöhnliche Sünderin war. Für mich an dieser Stelle hätte sich dann, wenn ich von dieser Erscheinung erfahren hätte damals, das dann auch schon erledigt, da überhaupt hinzugehen zum Beispiel. Ja, dann wäre man also auf diese Art und Weise, wenn man denn die Bibel auch kennen würde, schon wieder davor geschützt gewesen in dem Sinne. 1968 wäre für dich ein bisschen schwer gewesen, ne, da hinzugehen. Ja, natürlich, das war jetzt hypothetisch gemeint. Ne? Also es ist ja auch so, ne, man kann ja jetzt gut, wir hatten jetzt über Mose, Exodus gesprochen, interessanter ist mir so jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass es mit dem falschen Wundern auch erst im Neuen Testament so deutlich zur Sprache kommt. Du hattest ja Epheser 2, Vers 2 benannt. Ne? Das ist ja, denke ich, auch nochmal ein guter Bezug dazu. Und was mir noch aufgefallen ist, ist ja, ja gut, die falschen Wunder wie im 2. Thessaloniker 2, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Mit diesen Bibelstellen, denke ich mal, ja, lässt sich doch ein bibelgläubiger Christ schon ganz schnell, lässt einem doch ganz schnell deutlich werden, was es eigentlich damit zu tun hat, mit diesen Erscheinungen. Also ja, auf jeden Fall nichts Biblischem. Ja. Ich wollte noch mal kurz eben anmerken, weil ich sagte, in diesem Hokuspokus, ich bezweifle ja nicht, dass diese Dinger stattgefunden haben. Ich wollte mit dem Hokuspokus nur den Punkt machen, dass es nicht göttlich ist, sondern dass es eine Vorstellung des Satans ist. Und eine Vorstellung des Satans ist immer eine Lüge, weil er ist der Vater der Lüge. Ja? Ein Lügner von Anfang an und ein Menschenmörder von Anfang an, wie im Evangelium beschrieben steht. Da wollte ich nur drauf hinaus. Natürlich hat es diese Erscheinung gegeben, aber diese Erscheinung war natürlich keine wahre Maria. Das ist der Punkt. Und wenn es keine wahre Maria ist, was es nicht sein kann, dann ist es Hokuspokus. Deswegen habe ich das Wort Hokuspokus gebraucht. Ja? Weißt du, was es ist? Das ist die wahre Maria ohne H, also die W-A-R-E. Ja, die wird da promotet. Ja, das ist sehr richtig, ja. Das ist auch lustig. Das ist gut gesagt, ja. Das auch noch nicht, ja. Pass mal auf, bevor wir uns jetzt hier vom Hundertstel ins Tausendstel verlieren, ich will euch etwas zeigen. Ich hatte euch gerade eben ein Video geschickt, wie ihr gesehen habt, weil ihr ja meinen Ton nicht hören könnt. Ich laufe jetzt auch Gefahr, wenn ich das abspiele, vielleicht einen Copyright-Strike auf dieses Video zu kriegen. Deswegen ist es auch gut möglich, dass, wenn ich das jetzt gleich zeige, dass wir dieses Stück vielleicht doch später rausschneiden müssen. Nur, ich möchte das jetzt zeigen, weil wir hatten gerade in dem Text gelesen, dass die Leute, die da versammelt waren bei der Maria-Erscheinung, gesungen haben. Ja? Ich bin seit einiger Zeit auf den Vatikanischen Kanal hier, Vatikan News, wie ihr hier unten seht, abonniert. Nee, nicht, weil ich katholisch geworden bin, aber weil ich die Gegenseite noch besser kennenlernen will. Und wenn ich mir ihre Videos anschaue, dann kann ich da nur draus lernen. Und dieses Video ist ein Video, ich habe das meiner Mutter gezeigt und die hat sehr gestaunt, als sie das gesehen hat. Wie ist sowas möglich? Ja? Ich zeige nicht das ganze Video, das dauert 35 Minuten. Ich werde aber den Link von diesem Video in der Beschreibungsbox dieses Videos verlinken. Aber ich möchte euch eine kleine Szene daraus vorspielen, wo ihr den Gesang hört, der die ganze Zeit, die ersten 5-6 Minuten in diesem Video läuft. Hier geht es also darum, dass Papst Franziskus an der Mariensäule in Rom auf dem spanischen Platz ein Gebet richtet an die, zwischen Anführungszeichen, heilige Jungfrau Maria. Ja, hier sehen wir den Dicken da in seinem weißen Kleid stehen. Und ihr könnt euch jetzt gleich mal anhören, was da die ganze Zeit gesungen wird. Es ist Italienisch. Ich selber kann kein Italienisch. Aber wenn man gut zuhört, dann versteht man 100%, was sie singen. Und deswegen möchte ich das jetzt mal eben abspielen. Wie gesagt, falls ich es später rausschneiden muss, dann schneiden wir das Stück hier raus. Euch beiden habe ich dieses Video gegeben, dass ihr es gleichzeitig mit mir sehen und hören könnt. Ihr seht ja, ich bin hier bei 2 Minuten 22, werde gleich dahin springen, wo die Musik ist, wenn das nicht hier schon ist. Ich weiß es nicht auswendig, ich habe es nur einmal gesehen oder zweimal gesehen. Und wie gesagt, wenn ich hier einen Copyright-Strike kriege, das Video, dann schneide ich es raus, dann könnt ihr euch das ganze Video in der Beschreibungsbox angucken und dann schneiden wir diesen Stück raus, aber das spiele ich jetzt mal eben ab. Hört euch bitte den Gesang
gut an. Das wird die ganze Zeit hier gesungen, 5 oder 6 Minuten lang, während der Papst auf dem spanischen Platz für die Maria bittet. Nicht dabei waren. Santa Madre di Dio. Santa Madre de Dio, da brauche ich kein Italienisch für zu können, um zu verstehen, heilige Mutter Gottes. Und dann prega per noi, bete für uns, singen sie ständig. Hört mal rein. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Also Mutter von Christus, Mutter der Kirche, das versteht man doch, ne? Auch wenn man kein Italienisch kann. Ne? Madre della Divina Grazia, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, Madre sempre vergine, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. So, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen davon, wie das da minutenlang zugeht mit diesem Gesang und alles drum und dran. Das ist sehr aktuell. Das ist der 8. Dezember 2019 gewesen, dass das stattgefunden hat, meine Lieben. Man kann doch das Gebet von dem Papst dann später anhören. Aber was mich so fasziniert hat zu hören, das war dieser Gesang. Wie man sich da in eine Stimmung mit reinsingt. Und genau darüber hatten wir ja gerade gelesen, auch in dem Artikel. Die Leute hatten da ja auch gesungen. Ich dachte, wenn wir das jetzt ein wenig musikalisch untermalen können, hier, das ist ja der große Nachteil an unseren satanischen Musikvideos, da hören wir ja nie die Musik, weil wir die nie spielen können, weil wir sonst einen Copyright-Strike nach dem anderen kriegen, also einen Urheberverletzungsvorwurf nach dem anderen. Deswegen können wir das nicht machen. Ich muss mal anfangen, mir die ganze Musik anzuhören, die wir da überhaupt besprochen haben, weil das Furchtbare ist, die klingt dann auch noch gut. Ich habe zu meiner Mutter auch gesagt, dieser Gesang, der klingt doch eigentlich schön. Also, ich meine, gut, da ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Aber ich finde das im ersten Moment, finde ich das angenehm klingen. Aber wenn ich dann den Text höre, dann vergeht mir der Appetit und auch die Lust weiterzuhören natürlich. Was haltet ihr beide denn von dem Video, was ich gerade eben gezeigt habe? Ja, was für ein Zirkus, ne? Was für ein Kasperle-Theater generell. Also da muss ich jetzt nicht nur das Video nehmen, sondern kann ja auch die ganzen Messen nehmen. Ich habe den Kanal auch abonniert, eben um genau dasselbe auch mal ja, immer so mal mitzukriegen, was da so passiert in Rom. Ja, das ist erstaunlich. Das ist, aber ich bin ja auch sehr dankbar, dass wir uns das jetzt nochmal kurz angeschaut haben, eben zum Bezug zu dem Buch. Für heute auch. Das passt doch wunderbar, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, was für eine göttliche Fügung, Max, dass das am 8. Dezember passiert ist und wir heute am 12. hier zusammenkommen, um diese Lesung zu machen. Das finde ich, wie der Heilige Geist arbeitet. Das finde ich die Einlösung des Versprechens Jesu Christi, der sagt, dass er den Tröster schicken wird, wenn er weggeht und der Tröster uns in alle Wahrheit leitet. Das ist genau so ein Beispiel. Ich falle dir gleich auf die Knie, weißt du? Echt wahr. Ja, nee, wirklich, echt. Da toll, kommen mir die Tränen, weißt du? Ja. Es passt halt wirklich auch, gerade jetzt zu diesem zur Thematik. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir damit angefangen haben, weil ich am Anfang war ich auch noch so ein bisschen am Zweifeln, ob es denn auch wirklich so ein sinnvolles, tolles Buch ist, was wirklich ja, hilfreiches Material liefert, auch entsprechend der Aktualität. Und ja, da bin ich dem Herrn dankbar für, dass eben doch auch gerade heute immer noch deutlich wird, worum es eigentlich in der römisch-katholischen Kirche hauptsächlich auch noch geht, ne? Eben um die Anbetung der ja, Gottesmutter, der Maria. Und ja, vielleicht hat der Michael noch was dazu zu sagen. Ich kann mich jetzt da nur wiederholen oder anschließen. Also im Endeffekt ist ja klar, dass die ganze Aufmerksamkeit der römisch-katholischen Kirche aufgrund ihres Anspruches zur Weltherrschaft durch das Wappen des Vatikan alleine schon ausgedrückt natürlich jetzt auf den kleinen gemeinsamsten Nenner aller Weltreligionen
zu Pass kommen muss, damit man halt niemandem wehtut, was ja die ganze Agenda die ganzen Jahrhunderte durch schon läuft. Man hat ja alles Mögliche inkorporiert und implementiert in die Kirche, damit man halt alle möglichen Feiertage da auch schön kaschieren kann und damit da niemand drauf kommt, dass es dann römische, keltische etc. Feiertage sind. Und es steht halt immer im Vordergrund, dass die römisch-katholische Kirche halt einfach einen gewaltigen, intelligenten Background hat und der heißt einfach Satan. Da beißt die Maus jetzt keinen Faden ab. Das ist nicht nur in der Bibel schon so beschrieben, sondern es ist so, dass natürlich der Gegenspieler von Jesus Christus der ist, der ihm den Gehorsam verweigert hat. Da habe ich ja mal eine ganze Sendung damit gefüllt, alleine schon mit dem Thema. Und wenn du dir dann mal anguckst, dass also wirklich da nicht hinterfragt wird von vielen, die zwar gottgläubig sind, aber die Bibel nicht in die Hand nehmen, weil sie halt einfach den Menschen mehr glauben als dem Wort Gottes. Und das sind also ganz, ganz viele auch sogenannte Protestanten und Ökumene und Orthodoxe und nicht nur Katholiken. Und das ist das Faszinierende, dass das Medium Buch anscheinend sowas von in den Hintergrund gedrängt worden ist durch diese ganze Information und Reizüberflutung. Und es gibt dabei heutzutage so viele Online-Bibeln, wo man halt nachgucken könnte, nach dem Motto, ja gut, gucke ich mal an, wie da reinbeschrieben wird. Aber der Mensch, ihr seht ja selber bei diesen ganzen Veranstaltungen, ist so ein Herdentier, dass die dann halt, wenn plötzlich alle Leute anfangen zu singen, der Eindruck entsteht, ja, also wenn ich jetzt nicht mitsinge, dann bin ich der Blöde. Ja, dann bin ich der Außenseiter, dann bin ich halt einfach der, der den Witz oder der halt die Sache nicht verstanden hat. Und dann denken die Leute, nee, da werde ich jetzt hier nicht, nachher werde ich hier vom Mob noch gelyncht, sozusagen. Ne? Das ist halt so. Die meisten sind halt unheimlich leicht zu beeindrucken oder zu beeinflussen, weil sie nicht nachfragen, weil sie halt alles glauben. Die glauben zwar nicht an Gott, aber sonst glauben die alles. Und das fällt mir immer wieder auf. Mir ist jetzt im Laufe der Lesung ist mir die Jesus-Statue in Rio de Janeiro eingefallen. Und da habe ich mir gedacht, hier musst du doch noch mal irgendwie angucken. Irgendwas ist da seltsam an dieser Statue. Und dann ist mir das auch gerade aufgefallen, was ich da so seltsam an dieser Statue finde. Die Statue, die da steht, die hat ausgebreitete Arme. Ja? Und diese ausgebreiteten Arme, die sind komplett 90 Grad die Hände gedreht. Das ist genau dieselbe Position wie bei der Kreuzigung. Und das Gerippe, was diese Figur halten muss in Brasilien, Rio de Janeiro, ist ein Kreuz. So ist es dann halt, wie es ist. Ja? Sonst kriegst du die Stabilität von über 30, glaube ich, 30 Meter oder 25 Meter hoch. Muss ich mal gucken, wie hoch diese Statue ist. Aber es brennt sich in den Kopf der Menschen ein, ja, dass die römisch-katholische Kirche irgendetwas mit Kreuz und irgendetwas mit Jesus Christus zu tun hat. Und sie zeigt natürlich Jesus Christus permanent am Kreuz. Die zeigt ihn immobil. Die zeigt ihn auf einer Statue. Oder in den Armen seiner Mutter. Ja, ja, gut, aber sie zeigt ihn jetzt hier in der Statue in den meisten Kirchen dann wohl dann doch am Kreuz. Sie zeigt ihn immobil und sie zeigt ihn in der Kreuzform. Sie zeigt ein heidnisches Symbol, sie zeigt ein Kreuz. Und das ist eine Sache, die hinterfragt ja keiner. Das ist so, du kommst in die Kirche rein, ja klar, das ist das Taufbecken, da ist der Altar, da ist das Kreuz. Ja, wer hinterfragt denn bei den ganzen Geschichten? Was steht denn überhaupt in der Bibel? Ja, Autorität, ne, ist ein ganz großes Problem. Und wenn dann plötzlich natürlich noch eine Naturerscheinung dazu kommt, wie jetzt bei der Maria, dann sagen die Leute natürlich dann, oh ja, da hat der Papst Johannes Paul der 23. sehr wohl recht gehabt mit seiner ganzen Verehrung. Nur als Beispiel, die dann nachher, ne, der dann vorher, nachher und überhaupt mittendrin halt so einer der heißesten Marien Verfechter überhaupt gewesen ist, ja. Das war nur Johannes Paul II. Ja, aber auch hier Karel Wojtyla doch auch. Ja, Johannes Paul II. War das nicht der 23.? Nein, Johannes der 23. war der das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet hat. Achso, der Zweite, ja gut, okay, dann meine ich, genau, dann meine ich, dann du meine meinst ich den hier. Genau, den meine ich jetzt, genau. Ja, ja, genau. Genau, der Zweite, ja, okay, dann ist es der Zweite. Also, so, und er ist ja derjenige gewesen, genau, der ja extra sich da noch, glaube ich, sogar hingekniet hat vor einer Statue, ne? Kann das sein? Und, das tun sie alle, ja. Ja, aber das heißt ja nichts anderes, dass ich anbete. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, ja? Hier in diesem Bild ist das ja auch so. Die Erscheinung auch getan, ne, in Zeitun, die Marienerscheinung, haben wir ja gelesen, dass sie eben auch vor dem Kreuz sich da niederkniet oder gebetet hat. So ein Kreuz hat da irgendwie auch eine Rolle gespielt bei dieser Erscheinung. Ja, ja, die Erscheinung hat sich vor dem Kreuz bewegt oder vor dem Kreuz niedergekniet, ja, genau. Mhm. Das stand gerade in dem Text, den wir gelesen hatten, ja. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine Agenda, die setzt sich überall fort. Ich habe also auch ein ganz, ganz prominentes Beispiel, wovon ich dann demnächst eine Lesung machen will. Das ist echt unglaublich, ne? Aber das ist tatsächlich so, dass das Kreuz
aus den Köpfen der Leute immer noch eine ganz falsche Verbindung legt. Ja, und dann guckst du dir an, dann gehst du auf den Friedhof, was siehst du da? Ja, da siehst du dann halt einen achtzackigen Stern, ja, als Geburtssymbol, und da siehst du ein Kreuz als Todessymbol. Ja, und aber es ist einfach, eigentlich ist es so offensichtlich, was ein Kreuz überhaupt für ein Symbol ist, dass es halt für nichts Positives steht. Und auch zum Zweiten ist es so, dass dieses Kreuz natürlich einen ganz anderen Hintergrund hat. Aber die Menschen selber, die glauben halt einfach, sie wären halt nicht intelligent genug, und das, die werden halt auch so beschäftigt, dass sie möglichst wenig Zeit haben, um halt an meiner Bibel zu lesen. Und deswegen macht der Aufruf am Ende jedes Videos eben Sinn. Und wie gesagt, dann wäre man ja auch gefeit gegen so eine Geschichte mit so einem falschen Wunder sozusagen, wie der Jörg das ja so ausgedrückt hat. Ne? Nur wenn du mal sowas siehst, wenn du mal solche ganzen Dinge miterlebst, dann ist es schon so, dass es dann sicherlich sehr, sehr einprägsam und prägend für das ganze Leben ist, wenn du mal sowas Außergewöhnliches siehst, wo dann halt die komplette Schulwissenschaft sozusagen dran verzweifelt. Ne? Denn wenn das so ist, dass das jetzt in einem Labor geprüft worden ist, da sind wir jetzt schon wieder bei der Evolutionsserie zum Beispiel, ja, so ein bisschen mal drin, wenn das so geprüft worden ist und das sind also wirklich echte Fotos, ja, dann ist die Frage, ja, was sagt denn unsere Schulwissenschaft dazu? Schulwissenschaft gegenüber biblischer Wissenschaft, ne? Ja, aber wie gesagt, wenn es die Authentizität klar ist und wenn das tausende Menschen gesehen haben, ja, wie kann das denn die Physik jetzt erklären? Ja, tausende Menschen haben auch im Fernseher zwei Türme einstürzen sehen am 11. September 2001. Ne? Das ist jetzt eine Vision. Das war jetzt eine Television. Ja? Aber ich sage, wenn du da live mit dabei bist und dann mal die einfachsten Dinge dann beispielsweise dann plötzlich auftauchen, ja, dann ist es schon eine andere Hausnummer, als wenn jemand jetzt im Fernseher irgendetwas sieht und nicht vor Ort gewesen ist. Ne? Ja. Ich wollte mal kurz, weil du das Kreuz angesprochen hast und die wahre Bedeutung des Kreuzes, wenn jemand das wissen will, der sollte sich Teil 7 der Lesung angucken. Babylon, Mysterien, Religion, ist das Kreuz ein christliches Symbol und Vision des Kreuzes an der Milwischen Brücke. Und da in dem Video von einer Stunde wird das erklärt und der kann sich das dann gerne anschauen. Sollen wir noch für ein paar Minuten weiterlesen oder wir sind fast bei einer Stunde angekommen, wollen wir es bei dieser Lesung über diesen Artikel der Erscheinung in Zeitun für heute halten und die Zuschauer auf das nächste Mal vertrösten, in dem Buch weiterzulesen. Was denkt ihr? Ja, würde ich jetzt sagen, würde sich anbieten, oder? Also ich weiß nicht, sind wir bei knapp? Ja doch, knapp eine Stunde. 56 Minuten, ja. Von daher. Ja. Wir können ja sonst noch mal kurz in den Artikel reingehen. Dann sind es jetzt so etwas über eine Stunde. Aber dann gehen wir ein bisschen in das Kapitel hier rein, das Unterkapitel halt Muslime und die Erscheinung von Maria, können ja vielleicht dieses kleine Unterkapitel eben noch abschließen, das können wir ja probieren hier. Also obwohl es offensichtlich ist, dass Maria von Anhängern der islamischen Religion als die gesegnetste Frau aller Zeiten angesehen wird, wie ihr ja auch immer an diesem Text lesen könnt, das in dem Outro dieses Videos gesendet wird, bedeutet dies notwendigerweise, dass Muslime auf marianische Erscheinungen oder Zeichen reagieren und sich wundern würden, so wie es viele Katholiken, Orthodoxe und Protestanten tun? Würden Muslime auf diese Erscheinungen hören und die Botschaften beachten? Um diese Frage zu beantworten, können wir eine Marienerscheinung betrachten, die im 20. Jahrhundert Millionen von Muslimen erschienen ist. Da, wo wir gerade drüber gesprochen haben, eben die Erscheinung bei Zeitun. In einer koptisch-orthodoxen Kirche in Zeitun, Ägypten, einem Vorort von Kairo, ereignete sich eine bemerkenswerte Reihe von Ereignissen. Eine Frau, von der die Betrachter glaubten, dass sie Maria sei, die Erscheinung hat nicht gesprochen und gesagt, ich bin Maria oder irgendwas. Was natürlich dann auch darum nicht der Wahrheit entsprechen muss, aber sie glaubten es nur, dass es Maria sei, erschien in Form einer Erscheinung, die Zeichen, Wunder und Heilung vollbrachte. Dieselbe Frau erschien jahrelang mehrere Nächte pro Woche, ja, bis 1971, 3 Jahre lang. Die überwiegende Mehrheit der Zuschauer waren Muslime. Hier ist eine Beschreibung der Ereignisse rund um die Zeitun-Erlebnisse, also eine andere als die, die wir bereits in dem Artikel gelesen hatten. Die Erscheinungen von Zeitun wurden von allen Anwesenden gesehen.
Die Anwesenden bei den Erscheinungen dort reichten von mehreren tausend bis über 200.000 pro Nacht. So viele kommen nicht mal auf ein KISS-Konzert, ne? Die Gesamtanzahl der Zeugen lag vielleicht im Bereich von Millionen. Mehrere Nächte pro Woche fielen Tausende von Muslimen, die die meisten Menschenmassen bildeten, auf die Knie, auf Gebetsteppichen, die sich überall dort ausbreiteten, wo es der Raum zuließ, und weinten vor der prächtigen, wundersamen und herrlichen Gestalt der Muttergottes vom Himmel. Alle Zeugen sind sich einig, dass die Frau aus Licht zu bestehen schien, das normalerweise intensiv war, aber gelegentlich abnahm. Die Erscheinungen von Maria, der Mutter Jesu, waren stets belebt und bewegten sich von einer Seite des Kirchendachs zur anderen, als ob sie einen direkten Blick auf die ganze umliegende Menschenmenge werfen würde, von der aus viele zu ihr riefen, dass sie sich zu ihnen begeben solle. Sie reagierte oft auf den Gesang oder das Singen der Menge, deswegen hatte ich das Video eingespielt, und schien sich in Anerkennung, Begrüßung und Segen zu verbeugen. Manchmal machte sie Gesten des Gebets oder streckte die Hand aus und winkte mit etwas, das wie ein Olivenzweig aussah. Zu anderen Zeiten beobachteten Tausende ihre strahlende Form, die oft mit bläulich-weißem Licht leuchtete, als sie in ihrem linken Arm das hielt, was sicherlich das Jesuskind zu sein schien. Die Erscheinungen von Zaitun schienen alle Zeugen zu beeinflussen, einschließlich Hunderter, die spontan geheilt wurden. Viele dieser Fälle wurden von Dr. Shafiq Abd el-Malik, MBBCH, seine ganzen Titel und so weiter, von der medizinischen Fakultät in Ain Shams Universität dokumentiert, der eine Kommission von 7 Ärzten leitete, um die wundersamen Heilungen zu untersuchen. Ja, und ein Zeichen für die Menschheit, wo wir dann weiter darüber gehen, das werden wir dann nächstes Video besprechen, nächste Lesung, die 18. Lesung aus diesem Buch, und werden dann weiter in das dritte Kapitel, in das zweite Kapitel des Buches Alle für eine für alle Königin des Himmels einsteigen. Und Entschuldigung, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vergesst nicht, eure eigenen Studien zu machen in der Richtung, weil ihr müsst Max nicht glauben, ihr müsst Michael nicht glauben, ihr müsst mir nicht glauben. Ihr sollt ja keinem Menschen hinterherlaufen, ihr sollt Christus hinterherlaufen. Weil ihr seid keine Jörgianer, Michaelianer oder Maximilianer, ihr seid Christen, hoffe ich doch. Das heißt, lehrt euch in der Bibel, lest eure Bibel, ja, dieses wundervolle Buch, in dem Gott sich uns offenbart, und studiert es selbst und lernt auf die Art und Weise, Gut vom Böse zu unterscheiden. Glaubt nicht den Menschen, denn die Menschen, die sagen euch, Gut ist böse und böse ist gut, Weiß ist schwarz und schwarz ist weiß. Wahr ist Lüge und Lüge ist Wahrheit. Das ist, wie die Menschen reden. Wir müssen verstehen, wie Gott redet. Das lernen wir in seiner Bibel. Und jetzt möchte ich natürlich noch abschließende Worte, Möglichkeit geben an meine beiden mich begleitenden Brüder, Michael und Maximilian. Bitte, ihr beiden. Ja, da mein Name jetzt gerade zuerst genannt worden ist, springe ich mal eben hier rein. Also ich habe da eigentlich auch nur die Idee, dass man da am besten all die ganze Wahrheit, die man, oder die angebliche Wahrheit, die man hier in dieser Welt bekommt, an der Bibel misst. Dafür gibt es heutzutage ganz wunderbare Programme. Man kann beispielsweise auch online die Schlachterbibel konsultieren, wenn man entweder keine zur Hand hat oder vor allen Dingen, wenn man etwas sucht, dann braucht man nicht blättern und nachher 500 verschiedene Zettel irgendwo da reinzukleben, wie früher mal mit diesen ganzen Lesezeichen und so weiter, sondern heutzutage geht es also wirklich ganz, ganz, ganz einfach mit einer Suchmaschine. Ich finde das die allerbeste Erfindung überhaupt, dass man also da nach einer Textsuche gehen kann und dann sofort auf einen Blick die ganzen Textstellen hat. Und das ist eigentlich das, wo ich am Tag am meisten mitarbeite. Deswegen kann ich eigentlich zwei Aufrufe machen. Zum einen lest eure Bibel und zum zweiten unterschätzt nicht die Arbeitserleichterung, da jetzt eine Online-Version von der Schlachterbibel zum Beispiel in Deutsch zu nehmen und dann nach entsprechenden Sachen zu suchen. Das ist sehr, sehr zufriedenstellend, das Ergebnis, und das möchte ich heute auch euch weitergeben. Danke, Michael. Ja,
Danke für die Lesung. Das fand ich doch mal auch einen sehr interessanten Ausflug und auch gut, dass du das Video mal eingespielt hast. Das zeigt doch auch, wie aktuell eigentlich auch die Thematik an sich doch heute immer noch ist. Wenn da im Vatikan die Mutter Gottes angesungen wird, angebetet wird, mit dem Papst höchstpersönlich an der Spitze. Ich will eigentlich gar nicht noch viele Worte finden, jetzt großartig, außer eben auch, dass wir, vor Satans Geistern geschützt zu sein, eben eins tun müssen, nämlich die Bibel zu lesen. Und verbleibe da in diesem Sinne auch wieder mit dem Aufruf, lasst uns die Bibel lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في